Herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Kennt ihr diesen Augenblick, in dem man einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll? Genau damit habe ich gerade zu kämpfen. Man will das ganze Jahr schön machen und effizient gestalten, besonders nachdem man alles schon aufgebaut und wieder niedergerissen hat. Aber wie ich auch die grauen Zellen arbeiten lasse, die perfekte Lösung fällt mir hier nicht ein. Mir schwirrt da zwar was im Kopf, aber ob das Ganze auch wirklich funktioniert, müssen wir noch testen. Wir fangen mit den Gewürzformen hier oben am Zipfel an. Einmal schön durchgezogen das Ganze. Die Handelskammer platzieren wir, würde ich sagen, hier in der Ecke. Dann gibt es außerhalb des Bereiches jetzt schon mal ein paar Lagerhäuser, dass wir daran später nicht auch noch denken müssen. Zwei Stück auf der Seite wollte ich sagen, aber das wird nichts. Ach, ein Feld wieder. Ein Feld. Immer wieder ist es das eine Feld. Na, dann bleibt es halt bei dem einen an der Stelle. So, hier unten würde dann das nächste ungefähr hier wiederkommen. Ach, drei Stück. Nee, das gefällt mir aber noch nicht. Da muss noch mehr kommen. Würde ich sagen, machen wir das Ganze mal so. Hier setzen wir auch noch eins mit dran. Ach, dann können wir das Ganze eigentlich auch noch eins weiter nach rechts verschieben. Das eine fällt mehr oder weniger. Wird uns doch jetzt wohl nicht zum Problem werden. Da können wir nämlich hier an der Stelle auch noch ein Lagerhaus mehr mit aufstellen. Wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an der Stelle. Und wenn man die dann alle aufrüstet, sollte das doch wohl für die Farmen hier reichen. Ihr bekommt noch eure Straße. Ihr seid alle angeschlossen. Tankhof steht. Schienen sind alle da, wo sie hingehören. Ja, und jetzt geht's los. Das Spiel um die fruchtbaren Felder. Einmal das Ganze so bewässern und einmal das Ganze. Auch reicht eigentlich schon bis dahin oder doch bis dahin? Machen wir mal bis dahin. Und einmal so bewässern. Nächstes hier oben. Das reicht doch schon, oder? Ach nein, doch noch ein zweiter. Und hier auch bis dahin. Man muss nicht hier den letzten Zipfel auch noch nehmen. Also da opfere ich jetzt keine Kanäle dafür. Könnte knapp werden, was das betrifft. Da hätten wir schon mal den Bereich hier oben begrünt. Handelskammer braucht natürlich wieder die Items. Da. Und dann legen wir los. Gewürzform Nummer 1. Ach, Moment, Moment, Moment. Ich glaube, da können wir noch was ändern. Ha, ha, ha. Die sind da doch ein bisschen dicker. Und zwei Stück? Na, Moment mal, wir können ja mal schauen. Reichen zwei Stück, um das Ganze hier... Ich kann dir das beibringen, wenn du möchtest. ...zu bewirtschaften? 192 Felder immerhin, die da gesetzt werden müssten. Ich fange mal hier an in der Ecke. Gehen wir mal bis da runter. Wären wir schon mal bei 187. Ja, doch. Könnten wir aber so machen. Dann stellen wir für die Gewürzform auf der Seite die Traktorscheune auf. Und stellen einfach... Nein, keine Teffarm. Geht wohl los. Erst alles fein säuberlich abgerissen. Da stellen wir das doch nicht hier wieder mit hin. Denn da dann die Gewürzform auf. So. Es braucht nicht viel, um mehr Jetzt Land zu bestellen. Gehen wir mit dir hier einmal nach oben. Dich in die letzte Ecke auf der anderen Seite. Warte, warte, warte. Bin noch nicht am Ende. 169, also kann ich hier das doch auch noch
ausfüllen. 192. Perfekt, perfekt. Nun noch zu dir. Ja, dir fehlt jetzt noch der Kanal. Oh, kein Problem. Gehen wir einfach ein Feld weiter nach unten. Wollte ich sagen, aber das klappt ja auch nicht. Ach, müssen wir zwei Felder weiter nach unten? Na, nein, reißt mir doch nicht immer die Schiene ab. Leute, ob ich das euch irgendwann nochmal beibringen kann? Wir müssten eigentlich sogar noch weiter nach unten, wenn wir keine Kanäle verschwenden wollen. Und zwar bis 1, 2, 3, 4, bis hierhin. Gefällt mir das? Eine könnte man da noch aufstellen. Hier dann noch zwei, drei Stück rein. Ja, dann müsste dann hier unten noch eine Handelskammer aufgestellt werden. Na gut, probieren wir. Hier gibt es kein Lager. Noch nicht. Oh, Moment. Das können wir aber ändern. Und zwar ganz schnell. Da gibt es einen Überweg. Gut, das funktioniert nun also. So wie es gedacht war. Gehen wir jetzt mit dir noch schnell hier nach oben. Füllen die restlichen Felder, die sich dort noch befinden. Nicht ihr. Ihr seid unfruchtbar. So, und hier noch ausgefüllt. 106. Können wir also noch weiter nach unten führen, das Ganze. So, bis hierhin brauchen wir keinen Kanal. Aber hier müsste jetzt wieder einer kommen. Passt da jetzt noch eine hin? Ja, würde noch reinpassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann müssen wir mit dem Kanal mindestens, ich sag mal, bis dahin. Halt, nicht zu viel des Guten. Wir müssen schauen, wie weit das Ganze jetzt hier reicht. 179. Tut mir ja leid, dass wir die Felder diesmal innerhalb der Folgen setzen müssen. Aber anders wird das sonst nichts hier. Anders klappt das noch nicht. So, hier die nächste Gewürzfarm dran geklatscht mit Traktorscheune. Natürlich gleich direkt daneben. Hätten wir das schon mal? Der nächste Kanal. Oh, 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 da müssen wir die Lagerhäuser aber doch noch ein paar Meter verschieben. Wie es aussieht. Wo muss denn der dann hingesetzt werden? Oh! Oh, da unten. Ach, will ich die so weit verschieben, die Lagerhäuser? Pack euch mal kurz mit auf die andere Seite. Vielleicht klappt es ja auch. Wir können euch da stehen lassen. Jetzt. Bitte lasst das Wasser fließen. Ach, will ich die kleine Ecke hier? Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Will ich dafür 1, 2, 3, 4 Kanäle opfern? Für 1, 2, 3, 4? Ja, eigentlich nicht. Das lohnt sich nicht. Lassen wir das Stück halt frei. Nächster. Bis dahin. Die kleinen Filzelchen hier am Rand sind unwichtig. Glaube ich mal zumindest. Und jetzt hätte ich gern hier noch einen. So. 192 Felder können kommen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Einmal hier noch rum um das Ganze. Und 192. Ja, 1, 2, 3, 4 mit im Einflussbereich. Das ist noch nicht wirklich zufriedenstellend. Dann Kanal. Brauchen wir nicht den Platz, brauchen wir nicht den Platz, brauchen wir nicht den Platz. Also, hier dann hingesetzt. Können wir das auch noch um ein Feld verschieben? Das geht doch eigentlich auch. Ja, ja, ja. Machen wir mal so. Einmal hier noch hin, einmal da noch hin. Zwei Stück. Mit dir komme ich da noch durch.
Und mit dir komme ich mit den Feldern auch noch raus. Das geht also. Stellen wir es mal auf. Hier müsste ich dann nur vorbeikommen. Neuer Kanal muss auch gezogen werden. Tja, ihr müsst mal kurz weichen. Macht mir mal Platz. Ich müsste da mal durch. Vorsicht, heiß und fettig. Und hier müssen wir jetzt mal richtig durchziehen. Wie? Bewässerungskapazität. Hab ich dich nicht schon mit angeschlossen an die ganze Geschichte hier? Oh, hab ich nicht. Ja, wie machen wir denn das jetzt? Wenn ich den Platz hier nutzen würde für Lagerhäuser. Da nutze ich aber auch wieder den Platz, der nicht bewässert werden muss. Das ist doch zum Brechen. Ich muss das Ganze aber irgendwie anschließen. Zusammenführen ist das Motto. Gehen wir mal hier an der Schiene lang, ist mir aber auch nicht wirklich geheuer. Können wir doch so anschließen eigentlich. Eigentlich können wir es auch so hier direkt anschließen. Nee, wir machen es doch hier hin. Sorry. Jetzt habe ich mich entschieden. So wird's gemacht. Da noch schnell eine Straße dran gebastelt. Und dann können die Felder gleichgesetzt werden. Hier müssen wir noch bewässern. Und vor allem die Küste. Falls man da noch was dran setzen möchte. Ich setze jetzt einfach mal. Warum denn nicht eigentlich hier noch schon gleich mit Zuchtbecken aufstellen? Brauchen doch sowieso die Hummer auf der Insel. Machen wir mal hier 4 Stück mit hin. Ach, ihr braucht natürlich auch wieder eine Hafenmeisterei. Das geht nicht, das passt nicht. Ärgerlich. Könnte ich da hier drüben eine mit aufstellen? Komme ich auch nicht hin. Und wenn ich jetzt den Ölhafen hier noch vorschiebe, wie sieht's denn dann aus? Mache ich nur äußerst ungern das Ganze. Aber wenn es zum Wohle der Insel ist. Ach Quatsch. Hafenmeisterei. Ja. Das gefällt mir schon besser. Müsste man nur hier drüben die setzen. Da haben wir die 3 mit im Bereich. Und wenn ich dich jetzt. Nee. Oh, doch. Gut. Sehr gut. Bleibt da sogar noch Platz für die Depots. Ja, womit habe ich denn das verdient? Kann ich dich noch um ein Feld nach links verschieben? Geht. Ich möchte Ihnen keine Umstände bereiten, aber... geht doch. Gefällt mir. Und wenn ich hier noch eine Anlegestelle mit dran bekomme... Oder obwohl, brauchen wir die? Da unten haben wir noch eine Küste, da können wir noch ordentlich dran basteln. Ach nee, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir zupflastern. Da hätte ich aber gern noch so, ich sag mal, 2 kleine Öllager. Da passt noch eins mit hin. Stellen wir. Das so auf und da passt jetzt hier noch eins mit hin. Wunderbar. Und hier oben? Na, hätte ja sein können. Braucht ihr aber auch eigentlich, sage ich mal, noch eine Handelskammer? Das klappt sogar auch. Ja, wer hätte es denn gedacht? Könnte ich euch... Oh, Moment. Wir brauchen noch eine Straße. Also ein Feld Platz lassen. Dann einmal bis hingezogen und angeschlossen an das Lagerhaus hier. Lasst mich da bitte noch mal kurz durch.
Na, schade, passt nicht damit rein. Das wäre ja noch schöner gewesen. Ich könnte es aber auch noch weiter links mit aufstellen. Geht auch, geht auch. Hier so in die Ecke hinein. Ach nein, Moment, geht gar nicht. Da bist du ja nicht mehr mit drin. Gut, lassen wir es da so stehen. Dann bräuchte ich mal einen Kanal. Bis... Das wird ja mal auch wieder nichts. Komm du mal ein paar Felder weiter nach unten. Jetzt. Ein, zwei Stück habe ich hier stehen, also brauche ich mindestens wieder zwei Felder Platz. Lohnt sich das hier, was ich hier überhaupt gerade mache? Eigentlich nicht wirklich, oder? Nee. Ziehen wir erstmal weiter hier den Kanal. Bis da hinten hin. Vier Felder Platz. Sollte mehr als genug sein. Und dann gibt's den nächsten an der Stelle und an der Stelle. Da passt doch noch. Da geht doch noch. Ja, da könnte man doch noch. Theoretisch zumindest. Eins mit aufstellen. Vier Stück an der Stelle. Ihr kümmert euch dann um die Zuchtbecken und ihr kümmert euch hier um die Farmen. Da kommt ihr überall wunderbar dran. Da kann niemand meckern, da kann sich keiner beschweren. Und da wir den Platz hier jetzt sowieso nicht nutzen können, kann ich es auch genauso gut zupflastern. Feuerwehr hatte ich gerade drüber mal kurz nachgedacht. Aber eher ungünstig an der Stelle, finde ich. Ja, gut. Aber wo stelle ich die denn dann auf? Wo klatsch ich die denn damit dazwischen? Müsste ich euch höchstens noch verschieben? Ach, wir haben aber auch wieder zwei Felder. Nee, dann kommt das. Dann kommt das mal so mit hier hin. Machen wir das mal so. Gehst du wohl an den Platz? Einmal angeschlossen das Ganze auf dieser Seite. Zwei Felder mussten wir mit euch nach unten. Dann bekommen wir hier den Weg gezogen. Moment mal, brauchen wir den überhaupt? Ach, wo muss denn dann die nächste Handelskammer hin? Hier, okay. Dann brauchen wir den Weg da oben an der Stelle nicht. Ziehen wir den auf der Seite. Wenn man da nicht... Oh, natürlich komme ich da wieder nicht drüber. Mann. Mit euch. Macht man was durch. Anschluss fehlt. Ich sehe es doch schon wieder blinken und leuchten. So. Jetzt aber endlich weiter hier oben. Die Wattküchen, die warten doch bestimmt schon auf die Gewürze. Verzweifelt sitzen sie da. Drehen Däumchen. 192 bei dir. Oh, ich habe dich gern. Und jetzt komm schon. Keine Probleme jetzt an der Stelle. Wir sind gerade hier so einmal mittendrin. 172 und 192. Ja Mensch, zumindest an der Stelle ist das ja gar nicht mal so verkehrt gelaufen. Rüsten wir gleich mal hier die Lagerhäuser auf. Material könnte man in der Zwischenzeit eigentlich auch mal ranschaffen. Wo stehst du denn gerade rum? Ach, hier oben in Snoozelton. Das ist ja mal ganz ungünstig. Bewegt dein Hintern mal zum Kaiser. Nur der Herr kann aus nichts etwas erschaffen.
Ach nein, nicht die Wattküchen, sondern die Teffmühlen haben wir. Steh nicht untätig, Herr. Die Gewürze benötigt. Ja, wieder mein Fehler. Sorry. Feuerwehr aufgestellt. Hast du gleich deine Verbindung? Kanal ist angeschlossen. Wasser ist im Brunnen. Dann Kanal. Da müssten wir jetzt mal mit dem Kanal eigentlich hier durch. Na super. Na super. Ach, das ist doch. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh nein, oh nein. Schon wieder. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja. Vielen Dank auch. Hätte ich jetzt beim ersten Mal sonst nicht verstanden. Die Straße ist hier das Problem. Dann gehe ich halt da lang. Mir jetzt auch egal. Mir doch Wurst. Oder muss ich da wieder mit? Nee, da müsste ich ja dann auch wieder mit dem Kanal entlang. Wie es denn aussieht. 1, 2, 3, 4. Eigentlich sogar schon hier. Ach, nö. Mit mir nicht. Das machen wir anders. Da gehen wir jetzt mal hier entlang dafür. Und ziehen das Ganze dann so durch. Denkt wohl, mit mir kann man es machen, oder was? Irgendwann ist auch mal Ende. Da habe ich genug. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja. Da können wir euch jetzt aufrüsten. Genau. Rüsten euch noch auf und stellen dann die nächsten Gewürzformen auf. Wieso habt ihr denn alle kein Lagerhaus in Reich? Weiter. Ich vergesse es aber auch jedes Mal aufs Neue. Warum? Und wieso sind da Felder drin, die nicht ganz so gut gedeihen? Ja, da muss ich ja hier hinten doch noch ein paar ziehen. Aber auch egal. Stimmt es denn jetzt hier überall bei euch? Fehlende Waren. Ja, wir rüsten erstmal den Ölhafen hier auf. Oder auch nicht. Snoozelton? Hatten wir den Tanker schon wieder losgeschickt, nachdem wir das verschoben hatten? Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ich befürchte fast nicht. Wo ist das Öl? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Steht denn da wenigstens der Öltanker jetzt irgendwo rum? Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. Da sehe ich ihn schon mal nicht. In Drelovny ist er auch nicht zu finden. Die Partie ist eröffnet. Und was sagt die neue Welt zu der Sache? Nur der Diener, der hier steht. Wo ist denn der Frachter abgeblieben? Eisenmine in Partpool. Explodiert. Das hast du dir mehr als verdient. Super, und hier gehen die Leute wieder auf die Barrikaden. Warum? Euch fehlt es doch eigentlich an nichts. Auf der Insel sogar 2 Polizeiwagen. Wir aber alles mobilisieren, was ihr habt. Geht wohl los. Sowas fangen wir gar nicht erst an. Ah, ich sehe, Forschung müsste auch wieder gestartet werden. Ich komme hier zu nichts. Ach, Tanker, wo ist der Tanker? Snoo. Oh. Ach so. Ach nee, steht der wirklich untätig da rum? Ich geh kaputt. Ab nach Enbesa mit dir, sofort. Warum bist du denn nicht schon unterwegs? Nein, nicht laden. Raus mit der Suppe. Öl für Snoo. Ja, Öl für Snoo.
Sultan. Edelburg heißt die Stadt. Ha, fahr, fahr. Geh mit Gott, aber geh. Ja, super. Hat ja mal wieder super geklappt hier. Aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Machen wir weiter. Da hätte ich gern noch die Seemaschine und den Wunderflug. So mutig und so viele Leben gerettet. Ja, jetzt setzen wir hier noch ein paar Gewürzformen rein. Die Flammen wurden gelöscht. Könnt ihr aber wissen. Passt? Würde sogar damit hinpassen. Wenn ich bis da hochkomme. Nee. Da hätte man hier noch eine Straße gebraucht. Hätte man da. Aber Moment mal, wenn ich jetzt noch mal die Feuerwehr da wegnehme. Lasst mich probieren. Wenigstens das. Wenn wir jetzt hier einmal so noch entlang gehen mit der Straße. Nicht doch. Nicht doch. Ja, auch nochmal an dieser Stelle. Da hätte ich jetzt gern den Überweg. Da könnt ihr euch gern noch einen dran basteln. Jetzt stellen wir die Feuerwehr. Ja. Moment. Kommt erstmal kurz ein Kanal an der Stelle. Und jetzt will ich aber mal sehen, wie viele Gewürzformen denn da noch hinpassen würden. Du schon mal nicht, weil kein Platz mehr für den Tankhof. Das ist aber auch hier ein Gepuzzle, sag ich euch. Wanzerbretter. Wo bleiben die Wanzerbretter? Neue Mitbringsel von ihren Reisen? Nicht wirklich. Mein Sohn hat mich gewarnt, dass sie gerne Tauschhandel treiben. Ja und? Ist das denn so schlimm? Hast du darin jetzt was auszusetzen? Abdrehen beginnen! Ich kann mir auch einen anderen Geschäftspartner suchen. So ist das ja nicht. Kann meine Münzen auch gern woanders abladen. Diese bunten Felder könnten... Stellen wir es auf. So, du kannst dich jetzt noch da oben an dem Tankhof versorgen. Dann, nächster, auf der rechten Seite, Gewürzfarm, bitte einmal dahin gestellt. Ach, natürlich. Brauchst du noch lang? Ich frag mal so. Nö, bist sogar schon angekommen. So lob ich das mir. Beidrehen! Vielen Dank dafür. Da darf ich weitermachen. Diese envesanischen Inseln rauben mir noch die Nerven. Glaubt mal, ich wäre auch lieben gern jetzt woanders unterwegs. Aber muss ja, muss ja, muss ja. So, bitte einmal jetzt hier hoch. Das Ganze. Ja. Geht schon mal nicht so. Da müssen wir noch. Da müssen wir noch. Und hier müssen wir noch. Dann machen wir das Ganze an der Stelle ein bisschen dünner. Wir müssen dann hier unten noch eine mit hinstellen. Gut. Du bist aber erstmal bedient. 192 bei dir. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Uiuiuiui. Da ist ein bisschen mehr Platz, den man nutzen könnte. Da hätte man ja sogar zwei Stück aufstellen können eigentlich. Müssen wir dafür jetzt hier irgendwie zwei Stück reinbekommen oder drei oder vier? Am besten wieder so weit oben wie möglich, dass der Weg zum Tankhof so kurz ist, wie es nur geht. Dann müssten
hier und hier schon mal zwei Stück aufgestellt werden. Wie weit reicht's? Oh, Moment, da fehlt ja auch noch ein Kanal wieder. Uiuiuiui. Ziehe ich da jetzt wirklich noch den Kanal hier einmal komplett durch? Oh, bin ich eigentlich kein Fan von. Aber müssen wir wohl. Bis dahin hätte ich es gern. Tja, passt ja unten nun eine Form rein oder passt da unten keine Form rein? Sonst muss ich das Ganze hier nochmal überdenken. Stellen wir damit auf. Schauen wir uns an. 192. Ja, mein Gott, hier. Dann fangen wir halt da drüben an. Nicht so verkehrt. Einmal hier, einmal da. 188. Schade. Nicht ganz perfekt. Aber geht schon so. Lass ich gerade so. Gerade so. Lass ich das noch durchgehen. Du hattest deine 192 Felder. Also müssten wir jetzt bei dir schauen, wie es aussieht. Einmal bis hier hoch. Und einmal alle Felder genommen. 192 bei dir. Ich glaube, da muss noch einer her. Sieht stark danach aus. Ja, da muss wohl noch einer her. Gut. Dann halt noch einer. Ach, die ist dann aber nicht mit im Bereich. Ist die dann nicht mit? Und nun? Tja. Müsste ich den Kanal woanders setzen? Geht aber auch nicht. Da komme ich dann ja nicht durch. Höchstens, wir biegen hier einmal ab. Lassen da noch Platz für das Ganze hier so weiter. Ich glaube, so könnte es funktionieren. Das überprüfen wir jetzt noch, bevor wir für heute das Handtuch werfen und wieder zur Expedition verschwinden. So, mit dir komme ich jetzt noch lang, mit dir komme ich auch noch durch. Jetzt könnte man hier noch eine mit aufstellen. Könnte da noch eine mit aufstellen, habe ich gesagt. Könnte da noch eine aufstellen, habe ich gesagt. Ja. So in etwa habe ich es mir gedacht. Da ist das hier hinten jetzt. Naja. Auch alles fast bewässert. Gut. Hätte ich ja gar nicht. Aber naja, egal. Man tut's ja gern. 192. Schön alles ausfüllen an dieser Stelle. Hier nochmal schnell nach oben. Die Felder noch mitgenommen. Sind wir bei 160. Eine Reihe geht noch. Eine Reihe geht sogar noch drauf. 192. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Wenn das, ich kann dir das beibringen, wenn du möchtest. Wenn das jetzt aufgehen sollte, bis aufs letzte Feld. Ha, ha, ha. Springe ich im Dreieck. Rückwärts. Auf meinen Händen. So. Führen wir das Ganze mal hier vorbei. Komme ich noch rum. Das passt. Das klappt. Hier hinten aber noch nicht ganz. Noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Machen wir uns aber zurecht. Einmal bis
dahin. Dann kommst du jetzt erst an die Reihe. Mein Jung, mach dich bereit. Die Feldarbeit beginnt. Einmal hier oben alles ausgefüllt. Ja, das geht so. Da stelle ich jetzt nicht noch einen Kanal weiter auf. Wie weit sind wir bei dir? 162? Habe ich mir wohl gedacht. Klappt schon mal nicht. Da muss noch ein Kanal gezogen werden. Muss da. Einmal bis hier. 1, 2, 3, 4. Und einmal bis dahin. Reicht wahrscheinlich auch nicht ganz. Oh, da komme ich aber nicht mehr durch, Jungs. Da müssen wir wieder einen wegreißen. Platz ist knapp. Und am Ende angekommen. Last but not least. Och nö, was ist denn hier los? Da kann man aber noch was ändern. Kann man da. Du bekommst deine verlorenen Felder natürlich wieder ersetzt. Nicht, dass hier noch Ansprüche gestellt werden. Schadensersatzzahlung und so, ne? Das will man ja vermeiden. Ich sehe sogar. Eigentlich wäre sogar. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist. Eigentlich wäre sogar noch Platz gewesen für ein Lagerhaus. Kann man das noch irgendwo dazwischen quetschen? Müsste ich dich wieder verschieben? Komm. Also, so viel Zeit muss jetzt auch noch sein. Wir haben uns jetzt so lange damit beschäftigt. Da kann man das auch noch machen, kann man das. Setzen wir das damit dran. Ziehen hier noch eine kleine Straße mit rüber. Bis dahin müssen wir. Lagerhaus gibt's noch an. Moment, das war nicht genug. Gibt's noch an der Stelle, wollte ich sagen. So, ihr Felder seid bewässert, oder? Jawohl, ihr seid bewässert. Dann nochmal das Ganze. Fertig? Warum kommt niemand, um unsere Waren zu holen? Ach Mensch. Könnte vielleicht daran liegen, dass du keine Straße hast. Wie wär's damit? Könnte helfen, oder? So aber. Mein Gott. Und bei dir klappt's jetzt nun auch. Hier nochmal rein. Da nochmal. Die Felder dran gesetzt. Hier nochmal welcher. Und hier unten. Och, drei Felder. Ja, aber. Kann man da nicht noch irgendwo? Oh. Oh, na gut. Dann eben nicht. Schön wär's gewesen. Aber drei Felder hin oder her. Kein Ding, kein Problem. So. Eine setzen wir jetzt noch. Eine kommt noch. Dann sind wir durch. Für heute. Und ich glaube, ich erspare euch die Qual einer weiteren Folge mit Feldersetzen. Und ich übernehme das mal hier außerhalb der Folgen. Sonst kommen wir nie wieder zurück. Das werde ich tun. Kommen dann hier noch ein paar. Da kommt dann da noch eine Handelskammer hin. Schön die Gewürzform drumherum, die Felder dann noch ausgefüllt und was noch hier gesetzt werden kann, klatsche ich auch noch mit dran. Das kostet viel zu viel Zeit hier. Ich sehe es ja ein.
Da gehen wir jetzt aber nochmal schön so weit wie möglich. Oh, ist das nicht fein? Oh, sehr gut. Mit dem Kanal komme ich jetzt also auch noch hier vorbei. Könnte ich gleich mal erledigen, oder? Machen wir das Ganze noch so. Dann können wir mit einer weiteren Form das Ganze hier oben dann auch noch ausführen. Müssen mit dir noch bis dahin. Eins weiter können wir auch noch, von mir aus. Oder? Können wir das? Ach nee, nehme ich nochmal wieder weg. So, jetzt ist aber wirklich hier. Schluss für heute. Genug getan. Nur dank deiner Pflege konnten sich... Naja. So verkehrt ist das doch jetzt nicht. Schöner als vorher, meiner Meinung nach. Und sollte auch effektiver sein, das Ganze. Wir können ja mal schauen, wie viel denn produziert wird. Aber hier hätte ich jetzt gern noch eine Straße. Jetzt. Passend zum Speichern. Ha. Feuer? Wo war denn da noch ein Feuer? Ach so, hatten wir doch schon alles erledigt, Jungs. Ihr macht mir hier wieder Panik. Zurück nach Embesa. Auch wenn ihr noch nicht ganz versorgt seid mit eurem Treibstoff, schauen wir jetzt mal schnell rein. Produktion. Wo haben wir's? Naja, da fehlt noch ein bisschen was. Gerade mal bei der Hälfte angekommen. Aber wie gesagt, darum werde ich mich außerhalb der Folgen kümmern. Und wo es dann für uns weitergeht, wäre Keramik-Tee. Da stehen dann die Keramikwaren als nächstes auf der Liste. Für heute machen wir Schluss. Wir setzen die Segel. Wir verschwinden ab zur Expedition. Befreiung des Kraken. Ein Krake. Das Unwetter verzieht sich und enthüllt fast dicke Tentakel, so lang wie 10 Männer, die sich durch das Wasser tasten. Die Kreatur aus den Legenden bewegt sich mit vollem Tempo auf das Schiff zu. Dem Ding davonfahren. Einige Kreaturen folgen uns. Aber sofort. Volle Kraft voraus! Mit der vollen Kraft des Dampfschiffs verschafft sich die Mannschaft einen Vorsprung und gleitet durch die Wellen davon. Der Krake treibt verwundert ob des Schauspiels auf dem Wasser umher. Ein Seemann betätigt das Horn des Schiffs zur Begrüßung der Kreatur und beobachtet vergnügt, wie das Tier wieder in den Ozean abtaucht. Ja, kennen wir doch schon. Wie so vieles andere auch. Dann macht mal weiter. Aber nehmt's mir nicht übel, wenn ich an der Stelle jetzt hier Schluss mache. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.